wie sie uns von unserer Seele wegbringen möchten, wie sie den Kontakt zu unserer Seele stören möchten und was wir dagegen tun können, wie wir diesen Kontakt stärken können, das wirst du heute in diesem Video erfahren. Es geht um die göttliche Revolution. Die göttliche Revolution zeigt uns den Weg zurück zu unserer Seele, denn die Verbindung zu unserer Seele, das ist unsere Kraft, das ist unsere Stärke, das ist genau das, was uns im Vertrauen hält und unser Licht leuchten lässt, was uns raus aus der Angstmatrix führt und uns stärkt, diesen Weg hier auf der Erde zu gehen, uns stärkt, unsere Aufgabe zu tun. Bleibe bis zum Ende des Videos dran, um alles zu erfahren, was für dich wichtig ist. Wir werden auch eine ganz intensive Botschaft von Hilarion bekommen, der uns unterstützt und ganz viele Strukturen des Mangels in uns auflösen wird. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerianer Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin. Und heute ist es eine ganz wichtige Videobotschaft, die ihr von mir bekommt. Denn es geht einfach darum, dass wir uns mehr auf uns selbst fokussieren und den Weg zu unserem Herzen, zu unserer Seele finden, stärken und weiter ausbauen. Denn das, was hier in der Gesellschaft geschieht, ist etwas, was uns gar nicht so sehr gut tut. Die Energie ist sehr auf das Materielle, auf den Konsum gerichtet. Und das ist etwas, was uns von der Seele wegbringt. Das ist etwas, was uns nur im Außen suchen lässt und im Außen fokussiert zu sein. Das ist der Wunsch des Kollektivs. Also, ich finde nicht das richtige Wort. Das ist der Wunsch der Gegenseite, alles zu beherrschen und uns wie Lämmer in eine Richtung hineingehen zu lassen. Ein Mensch, der Angst hat, zu wenig Geld zu haben, ein Mensch, der Angst hat, die Liebe nicht zu finden, ein Mensch, der Angst hat, krank zu werden, ein Mensch, der Angst hat, seine Freiheit zu verlieren. Also all diese Beispiele, es gibt noch viel, viel mehr. Das sind Dinge, diese Angststrukturen, die sind nicht in uns. Die werden durch kollektive Maßnahmen gefördert. Der Kontakt zu unserem Herzen, den können wir verlieren durch die Angst. Den Kontakt zu unserer Seele, den können wir verlieren durch Maßnahmen, die uns in die Angst hineinführen. Und das geht manchmal ganz schnell, schneller als man denkt. Der Weg zur Seele, das ist das Wichtigste. Und diesen lichtvollen Weg immer aufrechtzuerhalten, darum geht es heute in diesem Video. Es geht auch darum, aus der Angstmatrix hinauszugehen. Und das ist so eine Energie, aus dieser Angstmatrix hinauszugehen, mit der wir auch am Festival gearbeitet haben. Das Festival war jetzt am Samstag und Sonntag. Und wer die Aufzeichnung gerne haben möchte, kann sie sich nachträglich auch noch bestellen. Wir haben ganz viel daran gearbeitet, die Strukturen der Matrix zu lösen, jeder Einzelne für sich und für das Kollektiv. Und wenn du das genossen hast, dann fühlst du dich in einer wundervollen, kraftvollen Energie und frei, das zu tun, was für uns und für dich besonders wichtig ist. Die Botschaft heute am Ende des Videos von Hilarion ist etwas ganz Besonderes, denn sie wird viele Strukturen lösen, die dich klein halten, die dich vom Weg abbringen möchten. Und der Weg ist ja ein göttlicher Weg, den hat jede Seele sich selbst gewählt, um hier auf der Erde zu sein. Und dieser göttliche Weg, den möchten wir doch alle gehen. Das ist unsere Aufgabe und Bestimmung. Und aus diesem Grunde spricht Hilarion zu uns. Aus diesem Grunde ist das Video entstanden,
Lasst euch nicht in die Angst treiben, lasst euch nicht vom Weg abbringen, sondern wachst als Lichtarbeiter. Lasst euer Licht leuchten und stärkt eure Seelenkraft, denn mit der Verbindung zu einer starken Seelenkraft werdet ihr göttlich geführt. Die Seele führt uns immer dorthin, wo es wichtig für uns ist. Wir brauchen gar nicht lange zu überlegen, wir brauchen gar nicht zu zweifeln. Bei einer Entscheidung, die du vielleicht treffen musst, weil irgendetwas anstehst und dann bist du mit dem Verstand beschäftigt, weiß nicht, was soll zu tun, dieses oder jenes. Wenn du mit deiner Seele intensiv verbunden bist, weißt du von ganz allein, was richtig für dich ist. Du gehst diesen Weg. Und wenn du dann auch noch intensiv verbunden bist, hast du in dir selbst die Gewissheit, dass alles so wird und so ist, wie du es dir vorstellst. Darum geht es und das möchte ich heute in dir stärken. Das wirst du mit Hilario in seiner Botschaft fühlen. Und das haben auch alle auf dem Smarana-Festival gefühlt. Denn dort wurden wir sehr gut geführt und mit Energie aufgebaut. Es war so schön, wenn ich daran denke. Ich habe euch endlich mal alle persönlich um mich herum gehabt und gefühlt und gesehen und umarmt. Es war so wundervoll. Und ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Wir werden jedes Jahr ein Smarana-Festival machen und unsere Energien stärken. Wir werden alles tun, damit das Mangel, der Mangel in jeder Beziehung auf der Erde sich in Liebe und Licht löst. Die göttliche Revolution, das ist etwas Wundervolles, was uns sehr, sehr, sehr gut unterstützen wird, gerade aus der allgemeinen Angstmatrix hinauszugehen. Es geht darum, dass wir Menschen uns mehr auf unsere Seele fokussieren und es nicht zulassen, dass dieser Zugang verhindert wird. Das ist ganz wichtig für uns, denn über die Seele verbinden wir unsere Göttlichkeit, unsere Liebe und unser Vertrauen zu dem Alleinen. Und es gibt Menschen im Kollektiv, die haben diesen Zugang nicht verloren. Der Zugang ist bei allen da, aber der ist so verschüttet von materiellen Dingen, mit denen sich die Menschen beschäftigen, sodass sie diesen Weg gar nicht mehr wahrnehmen. Und heute geht es darum, diesen Weg wieder zu finden und zu stärken. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal. Ich bin Heilmedium und Buchautorin und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und es ist auch ganz wichtig, dass du das Video bis zum Schluss anhörst, denn wir werden in der Botschaft von Hilarion wichtige Aspekte hören und es werden auch in unserer Seele, in unserer Energiestruktur einige Dinge gelöst werden, die uns von außen vielleicht eingepflanzt wurden, wollte ich sagen, die uns von außen behindern, den Weg zu unserer Seele zu behalten. Denn die Gegenseite weiß ganz genau, mit materialistischen Dingen, und materialistisch meine ich einfach die Lust, ständig etwas einzukaufen, die Lust, immer nur auf das Äußere zu legen, im Äußeren mehr zu scheinen und dadurch den Weg in das Innere zu verlieren. Denn das Innere, in unserem Inneren tragen wir ja schon eigentlich alles, was wir haben. Und das wird in dieser Gesellschaft anders vermittelt. Es wird also vermittelt, im Außen zu suchen, sich etwas nach etwas zu streben, was man meint, dass man nicht hätte. Dabei trägt jeder Mensch die Kraft der Fülle, die Kraft der Gesundheit, die Kraft der Liebe in sich. Das hat jeder Mensch. Und nicht allein durch den Schleier des Vergessens haben viele Menschen das vergessen. Und dann aber zusätzlich durch die Strukturen in der Gesellschaft und auch zu den Dingen, die die letzten Jahre so passiert sind, wird es also massiv verhindert oder ist es ein Ziel, dies massiv zu verhindern, dass wir den Zugang zu unserer Seele behalten. Also dieser Zugang soll mehr und mehr verringert werden. Und wenn du jetzt den Zugang zu deiner Seele nicht mehr hast, bist du sehr stark beeinflussbar, bist du in der Angst und lässt dich schnell in die Angst führen. Und ihr wisst selber, wenn man Angst hat, ist man zu nichts mehr fähig. Man ist nicht in der Lage, überhaupt klar zu denken, sondern lässt sich so wie eine Schafherde
in irgendeine Richtung hineinführen und sagt vielleicht zu Dingen Ja, zu denen man, wenn man nicht in der Angst ist, niemals Ja gesagt hätte. Und deswegen ist es eine Revolution für uns, wenn wir diesen Weg stärken in uns, wenn wir uns noch viel mehr darauf fokussieren, dass der Kontakt zur Seele das ist, was uns ausmacht. Das ist, was uns hier auf die Erde geführt hat und uns auf der Erde weiterleitet. Denn wir haben ja auch eine Aufgabe zu erfüllen und die geht nur, wenn man dies mit der Seele gemeinsam tut. Und jetzt möchte ich euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Wir werden gleich die Botschaft hören von Hilarion. Und wenn du das jetzt hörst, ist das Smarana-Festival die Grundlage für all die Energien, die du jetzt in diesem Video spüren wirst. Und wir werden auch die kommenden Tage ein paar kleine Ausschnitte aus dem Smarana-Festival hier auf YouTube posten, so damit jeder einzelne von uns und von euch spürt, wie wundervoll diese Energie ist. Und zum Smarana-Festival habe ich auch ein kleines E-Book geschrieben, das heißt der Matrix Breaker, den kannst du dir auf Amazon herunterladen und lesen. Da bekommst du auch noch viele Übungen mitgeteilt und Botschaften von den Engeln. So, und jetzt fangen wir aber an. Ich wünsche dir ganz viel Freude, tiefes Bewusstsein und den Kontakt zu deiner Seele. Es werden in dieser Botschaft Strukturen des Mangels gelöst und du wirst den Weg in deine eigene Fülle finden. Denn Fülle bedeutet, glücklich zu sein, nicht beeinflussbar zu sein, zu fühlen, was deine Seele möchte und diesen Weg auch zu gehen. All das wirst du jetzt in dieser Botschaft an Energien empfangen. Ich wünsche dir gleich ganz viel Freude. Geliebte Herzensmenschen, voller Licht betrete ich diesen Raum. Mein Name ist Hilarion und ich bringe dir das Strahlen der Wirklichkeit auf die Erde direkt in deinen Raum, wo du dich jetzt befindest. Liebster Herzensmensch, ich trage die Energien des göttlichen Ausgleichs in mir und komme heute zu dir, um mit dir zu sprechen. Möge mein Wort dein Herz erreichen in dem tiefsten Kern deines Seins. Du hast dich dazu entschieden, in einer dualen Welt zu leben und schwere Herausforderungen zu meistern, um dich selbst besser kennenzulernen. Für diese mutige Entscheidung haben wir, die Engel, großen Respekt vor dir. Heute stehe ich vor dir, um dich zu unterstützen. Als Engel betrachte ich alles mit neutralen Augen. Doch ich sehe, dass manche Menschen auf der Erde größere Schwierigkeiten haben, als andere das Leben zu meistern. Ich erkenne auch, dass materielle Güter einen zu großen Stellenwert eingenommen haben. Viele Menschen klammern sich an materielle Besitztümer und vergessen dabei die kostbare Gabe bedingungsloser Liebe. Dieses Ungleichgewicht auf der Erde ist offensichtlich. Es gibt jene, die im Überfluss leben, während andere kaum etwas besitzen. Aus diesem Grund bin ich heute hier, um gemeinsam mit dir einen Ausgleich zu schaffen. Ich werde im kollektiven Feld wirken
und unterstützen, was unterstützt werden soll. Und so fließt nun schon ausgleichende Energie in die Bereiche, die aus dem Gleichgewicht geraten sind. Diese Energie wird negative Energien transformieren, die sich um alles ranken, was mit Geld zu tun hat. Ich, Hilarion, werde wirken, um göttliche Ordnung im Kollektiv herbeizuführen. Ich werde alles, was dich zu manipulieren versucht und mit Macht belastet ist, neutralisieren. Alles, was dich persönlich in Bezug auf deine eigenen Finanzen belastet, darfst du nun loslassen, denn auch diese Angst wird jetzt transformiert. All die Ängste, wie zum Beispiel nicht genug Geld zu haben oder gar Existenzängste, all das wird transformiert. Die Angst des Mangels, des Mangeldenkens wird gereinigt, denn das sind nur Glaubenssätze, die das Kollektiv und den einzelnen Menschen belasten. Jede negative Energie, die auf Geld lastet, wird jetzt transformiert. Ich wirke für dich und für das Kollektiv. Lasse los, lasse die Angst los, zu wenig zu besitzen. Besitz ist eine Energie, und wenn der Ausgleich zwischen Geben und Nehmen hergestellt ist, wird die göttliche Ordnung wiederhergestellt. Du wirst im Fluss dieser göttlichen Ordnung sein. Lass nun all das los, was du negativ mit Besitz und Geld verbindest. Ich, Hilarion, stehe an deiner Seite, um dich auf deiner Reise der Transformation zu unterstützen. Ich erkenne deine Sehnsucht, den Fokus weg vom Materiellen und hin zu deiner Seele zu lenken. Du hast die Kraft, diese Verschiebung in deinem Leben zu bewirken und dich mit der wahren Essenz deines Seins zu verbinden. So erlaube mir jetzt, dir meine liebevolle Botschaft der Unterstützung zu übermitteln. Atme tief ein und spüre, wie meine Energie des Ausgleichs und der Heilung in dein Herz hineinfließt. Du bist nicht allein auf diesem Weg. Die Engel und geistigen Führer sind stets an deiner Seite, bereit, dich in jedem Moment zu begleiten und zu unterstützen. Erlaube dir, in die Stille deines Seins einzutauchen. Lass die äußeren Ablenkungen los und finde den Raum, um deine innere Welt zu erkunden. In diesem Raum wirst du die Schönheit deiner Seele entdecken, die jenseits materieller Begierden liegt.
Hier wirst du die wahren Schätze finden, die dich erfüllen und nähren. Spüre die Kraft der Dankbarkeit, die jetzt in dir aufsteigt. Und nimm dir jeden Tag bewusst Zeit, um die kleinen Wunder und Segnungen in deinem Leben zu erkennen, indem du dich auf das Positive fokussierst. Öffnest du dein Herz für die Fülle des Universums und lässt den materiellen Wünschen ihren übermäßigen Einfluss nehmen. Das Handeln aus der Liebe heraus ist der Schlüssel zur Verschiebung deines Fokus. Suche nach Möglichkeiten, anderen mit Liebe und Großzügigkeit zu dienen. Jede liebevolle Tat, jedes Lächeln und jedes tröstende Wort bringt dich näher zu deiner Seele und verbindet dich tiefer mit dem Göttlichen in dir und allen Wesen. Gehe hinaus in die Natur und lass dich von ihrer Schönheit und Weisheit berühren. Die Bäume, die Flüsse, die Tiere, sie alle tragen eine tiefe Weisheit in sich. In ihrer Gegenwart kannst du deine Verbindung zur Seele und zur natürlichen Ordnung des Lebens wiederherstellen. Finde Frieden und Inspiration in dieser Verbindung. Pflege deine inneren Werte, denn sie sind der Kern deiner Seele. Liebe, Mitgefühl, Großzügigkeit, Frieden und Wahrhaftigkeit sind die Qualitäten, die deine wahre Essenz zum Ausdruck bringen. Lebe sie bewusst in deinem Alltag und lasse sie zu deiner Richtschnur werden. Sie werden dich auf dem Pfad des spirituellen Wachstums führen. Geliebte Herzensmenschen, ich stehe hier vor jedem Einzelnen und ich möchte dich nun mit meiner Energie unterstützen, diesen Weg zu beschreiten, den Weg deiner Seele zu spüren und ihn aktiv zu gehen. Und währenddessen ich dir nun Energien übertrage, werden Strukturen gelöst, die dich hindern, den Kontakt zu deiner Seele aufzunehmen und in die Fülle hineinzugehen. Und so lass dich nun tragen von den Tönen der Wirklichkeit. Sie werden für dein allerhöchstes Wohle wirken. Ich halte die Energie und Transformation geschieht für jeden einzelnen von euch, so wie es richtig und gut ist. Und so verabschiede ich mich jetzt von dir mit den Worten von Smarana. Und wer von euch gerne noch ein wenig in der Energie verweilen möchte, darf die Töne der Wirklichkeit so lange noch genießen, wie es sich richtig und gut anfühlt.